Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal wieder hier zurück zu LS17 Südhämmern. Ja, immer noch Version 10, immer noch auf der 144, aber dafür wieder mit Ansgar und Werner. Hallöchen. So sieht's aus. Hi zusammen. Guten Tag. Grüß dich, Werner. Guten Werner, Tag. hast dich wieder beruhigt? Bist du endlich wieder Alles dabei? wieder im grünen Bereich. Okay. Passend dazu fahre ich gerade den grünen Klaas-Radlader. Das ist ja super. Und ich bin im grünen Glas-Mähdrescher. Zufall? Ja. Ich glaube nicht. Glaube nicht. So. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Wir haben ja eine ganze Menge. Hat mich gerade gewundert, wer den Traktor hier so dämlich eingeparkt hat, neben der Waschanlage. Das ist mir eingefallen, dort war ich ja selber. Ja, Naja, gut. man kennt es. Nee, aber ich muss mich gerade erst mal orientieren, was wir alles gemacht haben. Wir haben ja die Helfer ein bisschen genutzt, aber wir hatten auch einfach sehr viel Kohle auf dem Konto. Ach genau, und wir wollten dich, Werner, fragen, Ja. was du mit den Rüben machen würdest, denn wir haben ja ordentlich geerntet. Die Rüben hatten wir für irgendwas benötigt, produktionstechnisch. Zucker. Zucker Da muss ich und schon Nägel schmissen. Ja. Reibekuchen, irgendwas. Warte doch, warte mal. Reibekuchen macht man, glaube ich, mit Kartoffeln, oder? Nee, auf Warte, jeden Fall nicht warte. aus Rüben. Nicht? So ein lecker Nee. Rüben-Reibekuchen? Nee, okay. Rübenreibekuchen, nee. Gibt nicht, okay. Naja. Genau, Zuckerfabrik, das war was. Zucker und für Zucker brauchen wir dann eine Bäckerei oder irgendwas, war da doch eine Konditorei, so war es gewesen. Also haben wir alles richtig gemacht. Ja, wir wollten nämlich Kuchen produzieren. Genau. Kirschen, Pflaumen haben wir ja schon vorbereitet, oder ist das schon dabei, glaube ich. Ja. Zucker hat uns gefehlt und deswegen haben wir Zuckerrüben gemacht. So sieht das aus, genau. Dann habe ich alles noch richtig in Erinnerung gehabt, aber Randy wollte dann auch abwarten und ja, deswegen haben wir nur einen Teil verfeuert. Ging sowieso nur. Bis dann irgendwie. Sehe gerade, wir können auch Zucker in die Molkerei bringen. Joghurt, weißt du? Molkerei. Joghurt, okay. Ja, Ja. Joghurt ist doch eine feine Sache. Mit Ja. Kirschen, Zucker, Milch und Kirschen. Wasser. Kirschen und Pflaumen. Kirschen. Also während ihr die Kirschen macht, mache ich immer die Kühe sauber, ne? Weil die wurden ein bisschen vernachlässigt, glaube ich. Haben wir denn bei den Ach, Kirschen und bei die den Pflaumen verpflegen schon sie was? selber. Mal Ne, das lief gucken. ja. Das haben wir ja alles verheizt, wo du nicht da warst. Ja, aber du hast gesagt, es läuft weiter. Ja, es sind auch noch 20.002. Ja, alles Ja, gut. ich habe das mal so in den Raum geworfen, dass es weiterläuft. Ja, läuft auch. Wir Eine grobe brauchen Vermutung. allerdings Das war eine weiter. grobe Vermutung, Wir ja. brauchen weiter Kompost. Ja, das ist kein Problem. Haben wir noch? Bestimmt. Ich muss gucken, was ihr gebraucht habt, ne? Nee, ich glaube nicht. Naja, Wir Kompost werden. hatte Ansgar schon Das ist, vor wurde Wochen ja alles. verfeuert. Das wurde ja alles dafür verfeuert. Aber jetzt brauchen Okay. wir Kompost. Dann mache ich Was neun, machen wir kein jetzt? Problem. Ja? Machst du neun? Okay. Machst du Ich neu? komme hier Mache ich immer, neun für euch. wenn ich zum Bus gehe, dann komme ich immer an so einem Garten vorbei. Ich glaube, die haben auch so einen privaten Kompost. Boah, das stinkt da immer raus. Unglaublich. Das Also, ja, weiß ich nicht. Können Sie sich eigentlich mal abschminken? Da wird, glaube ich, alles drauf geworfen. Die faulen Eier und keine Ahnung, was noch so alles. Kompost ist ein sehr dehnbarer Begriff, ne? Ja, aber ist ja eigentlich auch, da wirft man ja eigentlich auch alles drauf, oder? Ehrlich, so ziemlich alles, was irgendwie verfaulen oder. Genau, alles, was irgendwie Bioabfall ist. Genau. Da gehören Zigarettenstummel nicht dazu, wollte ich mal ganz kurz anmerken. Kenne ich nämlich auch jemanden, der sagt, ja, das passt schon. Ja, das hatten wir auch mal eine. Ich glaube, eine Ja. Putzfrau hat das bei uns mal gemacht. Fand ich, ja, muss ich mich gerade an erinnern. Aber es war sowieso, da im ganzen Garten waren dann immer Zigarettenstümmel und Boah, ich hasse niemand das, von ey. uns raucht. Deswegen war das so ein bisschen, der Täter war schnell gefunden. Da haben wir noch Lippenstift dran und dann war vorbei. So eingehend haben wir das nicht untersucht. Aber was habe ich denn verpasst? Macht mir einen groben Zusammenschnitt, bitte. Oh, das ist jetzt wirklich, da überlasse ich Randy das Wort. Da ist so viel, was du Der verpasst Randy hast. war ja immer da, ne? Ja, Er ist genau, der der Randy. Einzige, der immer da Ja, war. stimmt. Allzeit bereit. Ich habe die immer zusammengeschrieben, wir nehmen auf. Ja. Und dann? Das Projekt muss weitergehen. Achso. Ja, nee, was hast du verpasst? Ja, Zuckerrüben. Das war's. Ansonsten, wir haben, ja, eigentlich schon, wir haben uns eigentlich die letzte Woche, abgesehen thementechnisch, haben wir uns größtenteils eigentlich nur um die Zuckerrüben gekümmert. Ja, ist doch gut. Ja, Konsequent. aber wir haben auch schon ein bisschen vorbereitet, muss man auch sagen. Ein Ja, bisschen ne, haben wir vorbereitet. und wir haben irgendwas vorbereitet, wo ich aber selber nicht mehr weiß, was. Wir haben, also Feld 9 ist komplett gegrubbert und dürfte jetzt angesät werden. Deswegen war da auch die Sämaschine. Jetzt verstehe ich. Und Naja, das du hast ist ja die jetzt. Helfer losgerissen lassen. Genau, die Helfer, das Feld 14 ist ja auch irgendwie zur Hälfte schon gegrubbert.
Das andere ist im Wachstum. Dabei 14 hast du den Helfer aktiviert. Nee, das kann eigentlich nicht sein, weil da bewegt sich nichts. Hattest du, ich weiß nicht, wann der fertig geworden ist. Ja. Okay. Alter. Und gut. Hier bei 10 wird ja im Moment gearbeitet. Dann gucken wir mal kurz. Ach, wir brauchen irgendwie so ein Privatauto, womit wir immer mal rüberfahren können. So eine. Wir haben doch nicht schon die Bullenkarre drinne. Ja, stimmt. Da Aber die kommst du ist überall so. hin und das schnell. Aber da Ja, fühle ich mit mich der immer so Zitadelle. offiziell. Ich will auch mal inkognito unterwegs sein. Das ist kein Problem, einfach Polizei abkleben. Mach die Augen zu. Aber das so. Ja, schauen wir mal, was auf Welt 14 los ist. Da steht nämlich einiges. Ich weiß aber nicht. Mensch, so viel zu tun. Ja, thementechnisch fand ich es aber ganz interessant letzte Woche, was Randy da so alles erzählt hat. Also Hat er aus nochmal dem eine Nähkästchen Empfehlung. geplaudert oder was? Ja. Randy, erzähl mal, was war da? Ich habe das Buch Die schwarze Liste YouTubes veröffentlicht. Dort stehen alle YouTuber drin, die irgendwie Dreck am Stecken haben und ihre Leute verarschen. Okay, wie viele Seiten habe Gibt. ich? Ich glaube eine halbe. Das ist okay. Aber das kannst du Aber nachlesen das war selber nur bei das Amazon. Kannst Grußwort. du bei Amazon kaufen für 1999 plus Versand. Ach, Schnäppchen, okay. Schnäppchen. Das ist richtig. Da hinten. Ja, aber habe ich so viel geredet? Ich weiß es halt echt gar nicht mehr, ne? Ja, wir haben über Simulationen geredet und Ja, wie wir ne, das finden, genau dass das, die wie das alle. Jahr, genau wie die Simulationen dieses Jahr waren, wie YouTube war. Das war auf jeden Fall Tanzverbot-Song. Da haben wir noch nicht drüber Ja. geredet, über den Ne? Song. Nee. Kam da Haben wir noch nicht im raus? Forst geredet, haben wir Ach, das geredet. war im Forst, stimmt. Zahnlücken-Johnny. Der war richtig gut. Zahnlücken-Johnny. Habt ihr schon drüber Ja. geredet? Ich hab's mir noch nicht angeguckt. Weißt du, wie fandet ihr Echt den? Auch nicht? gut. Achso, du hast die Folge noch nicht Ja, angeguckt. Noch nicht Genau. veröffentlicht, ja. Ah ja, die ist noch nicht Achso. draußen. Ja, Okay. also ich war ja, positiv überrascht. Da muss man so. Ja, ich war auch überrascht. Ich dachte, da kommt totaler Trash, aber so trashig war das gar nicht und strotzt ja vor Selbstironie, ne? Auch wiederum richtig, ja. Ich hab sogar 2,50 bezahlt. Du hast 2,50 bezahlt, ich habe Ja, 0 Euro bezahlt. ich wollte die Uncut-Version haben. Da gibt's eine Uncut-Version Ja, von? also wenn du das auf der Seite da kaufst, doppelpeace.de, da Warte, kriegst warte, es du. gibt eine Seite, die heißt Ja, doppelpeace.de. da kannst du das jetzt für die nächsten, ich glaube, 2 Wochen sind es noch kaufen und im Januar kommt das dann auf Amazon, iMusic und die ganze Scheiße halt raus. Aber erstmal kannst du es halt auf denen ihr seiner Seite kaufen und das ist halt eine Uncut-Version, die unterscheidet sich halt von denen auf YouTube. Sprich, die haben wohl auf YouTube ein bisschen was entschärft, dass es nicht mehr abonnentenfreundlich wird. Aber so jetzt so die Uncut-Version, ja, da kommen halt ein paar mehr Schimpfwörter vor. Ne? Ansonsten ist das jetzt auch nichts weiter. Hab mir gedacht, ach komm, 2,50 wird empfohlen, 2,50 kostet jetzt nicht die Welt. Und außerdem, der Junge muss sich Booster kaufen, ne? Sonst verhungert er doch. Oder verdurstet in dem Der hat Fall. ja eine Bude, ne? Oh, unaufgeräumt wie sonst was. Ja, Luxus. Was da alles Ja. rumliegt. Nächstes Donation-Ziel ist eine Putzfrau, glaube ich. Ne, ich Und glaube, die da sind ist nicht hier. mal teuer. Was kostet denn eine Putzfrau? Ich glaube, auf einschlägigen Seiten kannst du die Klube für, na ja gut, mindestens 8,50 die Stunde oder Ja. 8,68 mittlerweile, ne? Aber da gibt es Ja. halt viele, die in dem Bereich arbeiten. Also die in dem Bereich, in den Preisbereich vor allen Dingen arbeiten. Ja. Aber es gibt natürlich auch Putzmänner, ne? Das muss man jetzt auch Oh, dazu sagen. ja, für die Genderfreunde unter euch, es gibt auch Putzmänner. Das ist auch wichtig jetzt. So. Mir hat einer in die Kommentare geschrieben, dass man nicht mit Nokian-Reifen aufs Feld fährt. Jetzt habe ich es gerade wieder gemacht. Ist mir Schäm jetzt. dich, dislike, Ja, Diabo. dislike die Abo. Aber wieso macht man das nicht? Wisst ihr das? Ja, das hat profiltechnisch was zu tun. Weil das Okay. Nokian-Profil ist ein sehr flaches Profil, was eigentlich nur für Ah. Straßen und Wege geeignet ist und nicht für das Feld, nicht für den Acker. Okay. Gut, dann müssen wir das nochmal aufrüsten. Danke an den Kommentarschreiber. Und danke an Werner für die Erklärung. Danke an dich, Danke. Ansgar. Für mich? Danke dich für Ja. die Frage. Ja. Danke, dass du mir das mit den Putzmännern noch gesagt hast. Ich hätte es Ja. beinahe vergessen. Ja, kein Ding. Heute sind wir wieder. Naja. Heute sind wir einfach sehr freundlich, ne? Zueinander. Immer wieder. Ja, auch bald Weihnachten. Ja, ist auch bald Weihnachten, das stimmt. Kann man auch mal nett sein. Ja, das stimmt. Minimal. Aber da Ansgar, da du ja unter der letzten Folge von gestern auf einen Kommentar geantwortet hast, dass es eine gewisse Auflösung in dieser Folge gibt, muss Ja. ich das Thema jetzt leider Gottes hier hineinbrechen. Ja, mach Dass er leid das. es mir tut. Lieber Garderol, lieber Christian. Bist du ja doch Christian, ne? Chrissy. Christian, ja. Chrissy.
Weil ich hatte mir gedacht, ich habe das noch so schleichend, nicht schleichend, sondern eigentlich so fest in Erinnerung, was da passiert ist mit Traktoren rumfliegen und so. Deswegen habe ich mir gedacht, weißt du was, Radarol, Mi'kmaq 2013, mal bei YouTube eingegeben und gedacht, das Video suche ich dir persönlich raus. So, dann habe ich das aber gesehen, dass du über 200 Folgen davon gemacht hast. Da habe ich mir dann so gedacht, alles klar, die Zeit habe ich jetzt nicht so wirklich und es ist auch ein Video aus dieser Playlist privat. Ich weiß nicht, ob es das ist, aber ich kann dir das Folgendes erklären. Du warst auf der Mi'kmaq auf den Hof. Und gleich, wenn du auf den Hof rauskommst, ist da so, ja, keine Ahnung, ich glaube, da, wo die Fahrzeuge immer zurückgesetzt worden sind. Wenn du geradeaus fährst, hast du ein Riesenfeld. Und dort warst du mit einem Drescher, nee, nicht mit einem Drescher, mit einem Häcksler unterwegs, mit einem Maisschneidewerk. Da war Mais drauf. Da hast du irgendwas eingestellt, der ist gegen einen Strohhaufen oder irgendwas gefahren. Dann ist der in die Luft geflogen und ist am anderen Ende des Feldes wieder gelandet. An das Video kann ich mich noch erinnern. Ernsthaft? Ja. Da war Alles sogar, klar. das war sogar, da war, hat er sogar ein Thumbnail gemacht, wie er mit einem Krone-Häcksler, glaube ich, war das gewesen, Ja. vom Bulgur, ein Krone Big X, hat er genommen Ja. gehabt. Und ist quer bis ans Gefällt geflogen und den Thumbnail hast du gesehen, wie der Drescher so schief in, also der Häcksler schief in der Luft hängt und Vogelperspektive aufs Feld gerichtet. Sag ich doch. Das war das, das weiß ich. Dass sie das noch so. Wann war das? Das weiß ich. In welchem Jahr? Vor wie vielen Jahren? 2014, 2013, irgendwann in der Richtung. Dass ihr euch da noch so dran erinnern könnt, das ist ja der Hammer. Ja, jetzt haben wir es aufgelöst, würde ich sagen. Richtig. Also, es wirkte mir so in dem Kommentar, als sei es ein Gerücht, aber wenn sie jetzt zwei Leute daran erinnern können, dann ist es ja vielleicht doch Aber kein Gerücht. wie ist denn die Vorgeschichte dazu? Nö. Die werden ja nicht angefangen haben, ja, du, damals war das Doch, so und so, genauso. weißt Warte ganz kurz, bevor du? Randy das erklärt. Was sollen wir ansehen? Das, was wir brauchen. Was sagt das Lager? Ja, schlecht wie immer. Gerste, würde ich sagen. Gerste. Okay. Gerste, ja. Gerste, Sonnenblumen, eins von beiden. Was können wir denn mit Mafiasch, mal Sonnenblumen Gerste. machen? Benzinproduktion Ja, meines Erachtens nach. dann machen wir das. Und ja, aber mach so Hälfte, Hälfte am besten. Also mach jetzt die Felder hier und Feld 14 halt Ich mache immer einen Gerste. Streifen Sonnenblumen und dann den nächsten wieder. Nein, Okay, das schade. machst du nicht. Ein Versuch war es wert. Ja, er ist kläglich Gut, gescheitert. also Randy, fahre fort. Also, wie ist es dazu gekommen? Ich weiß es passiert nicht mehr. Es ging irgendwie wegen früher und heute. Oder also früher, also ich habe eine Folge früher versus heute genannt, weil mir fiel da jetzt so zurück im Sim oder die Anfänge im Simulatoren-Biss. Auf den Titel wäre ich jetzt nicht gekommen, aber ja gut. Moment. Ich kann Automatischer Versatz, Autoversatz zurückstellen. Thank you. Passt das so? Warte. Ja, das sollte so passen. Und da ging es halt irgendwie darum, wie so die Anfänge bei mir halt mit YouTube waren und mit LS etc. pp. Und auch so ein bisschen mit dem Modern. Und das ist halt früher eigentlich eher so wilder war wie heute. Ne? Auch im Sinne von, suchst du Streit, dann komme ich. Ne? Und das hat es dann über irgendwelche Modder und irgendwann ist das halt so gerade ruhig gekommen. Weil die erste Negativerfahrung oder was, nee, nicht Negativerfahrung, aber halt das erste Negative, was sich zwischen mir und Garderoll dann damals zugetragen hat, war halt genau dieser Ausgangspunkt. Ne, diese Folge, dann habe ich in irgendeiner Folge gesagt, also frei nach dem Motto, was der macht, ist ja der größte Schwachsinn, ne, den es gibt, ne, und dann hat er das irgendwie bei mir gesehen und kommentiert und dann hat sich das halt so über die Jahre so hin und her geschlichen, so frei nach dem Motto, ja, Depp und Depp halt, ne. So ging das halt eigentlich, so hat es damals eigentlich angefangen. Also die Folge war im Endeffekt der Auslöser für die ganzen Jahre voller Missverständnisse und Negativität. Und das Ende des Liedes ist wie folgt. Dass sie beide Oh. zusammengesetzt haben und eine Friedenspfeife geraucht. Nee. Ist richtig, wir haben erstmal eine Bon geraucht und dann ging das alles wieder. Nee, na, mittlerweile ist es ja auf einem neutralen Level. Ja, Von gut. daher, aber es ging halt so wegen früher und das wusste, also die Geschichte kannte Hans gerade noch nicht, weil er ist ja, wann bist du wieder zugekommen? 2014? Ja, sowas. So in Genau, der Richtung und das hatte er 2014. ja damals alles gar nicht mitgekriegt, deswegen fanden sie das Ansgar ganz interessant. Ja. Und ein paar Zuschauer fanden es auch ganz interessant. Ich glaube, es war nicht für alle was, aber ich glaube, so ein paar fanden das auch ganz witzig, wie man so, Das was Gute es ist dann ja, immer so gibt, so. dass jeden Tag eine Folge kommt und eigentlich irgendwann unter der Woche für jeden was dabei sein könnte. Ja, ist auch von Woche zu Woche, also ich finde, Südhämmern ist das
eines der vielfältigsten Projekte, also so stimmungs- und themenmäßig. Es geht manchmal um gesellschaftliche Themen, manchmal um YouTube-Themen, manchmal um irgendeinen Quark. Kommen wir nächste Folge nochmal zu. Und ja. Also sehr, sehr bunt. Ist richtig. Deswegen teilt das Video mit allen euren Freunden, euren Klassenlehrern und Schulkameraden, denn hier lernt ihr noch was. Ja, besonders ja. Mit den Klassenlehrern, bitte. Richtig. Bitte. Ja. In dem Sinne, wir sind fertig für den Part. Man dankt fürs Zuschauen. Man sieht sich dann morgen wieder. Dann ist auch schon wieder Bergfest. Ole, ole. Däumchen da lassen nicht vergessen. Ansgar und Werner abchecken. Und dann bis moin. Tschüdelü. Tschüdelü. Tschüdelü.